Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Behind Two Souls mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, ich habe ja letztes Mal theatralisch zum Ende der Folge bei der Blende mit ausgeblendet und bin dann hier gelandet. Hier kann ich ja, das konnte ich hier anhalten. Ja, der Kondensator. 27% haben nur mit allen Leichen gesprochen. Interessant. Und 80% haben den Kondensator ausgeschalten. Hätte man da auch was anderes machen können. Aber dieses hier, besessenen Wissenschaftler umgebracht, haben 96%. 4% nicht. Was passiert denn dann? Interessant, interessant. Weiter. Obdachlos? Obdachlos. Warum obdachlos? Schon wieder Winter. Naja, im Winter ist das Los, obdachlos zu sein, auch am härtesten. Also wirklich. Und die Häuser stehen zum Teil, Großteil sicherlich auch leer. Und der muss aufpassen, dass er nicht im Schnee stecken bleibt. Oh Gott. Na gut, hoch. Sie ist bestimmt steif gefroren und dann die dünne Hose. Können wir in die Richtung gehen? Mag sie nicht. Dann gehen wir in diese Richtung. Können wir uns umschauen weiter? Nee. Kann man hier rum? Nee, sie geht nur in diese eine Richtung. Dann tun wir das auch. Guck mal, da kommt warme Luft aus dem Gully. Discount City. Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Guter Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Ach, Jody. Warum ruft sie denn an? Jetzt macht er sich noch nur Sorgen. Noch mehr Sorgen. Nicht noch Sorgen, sondern wahrscheinlich noch mehr Sorgen. Was ist hier? Da ist einer. Oh. Oh, wir müssen mit. Die sind tatsächlich überall. Hä? Können wir zurück? Wir müssen Jody helfen. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Ach, Scheiße. Er hat's nicht geschnallt. Hey. Was war das, verdammt? Schnell. Du guck dich doch mal um, Jung. Ich muss mir das einbilden.
Sie lebt noch. Nimm sie mit. Was träumt sie denn da? Komm schon. Trink. Hä? Sie kennt die doch noch gar nicht. Oder? Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber... es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Wir sind wohl unter einer Brücke. Ich bin Stan. Hallo Stan. Wie heißt du? Oliver. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Na klar. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Er hat uns gerettet, also. 3 Jahre. Was sollen wir ihn da belügen? Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett ab, ey. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas? Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Oh. Kannst du irgendwo hin? Eigentlich schon. Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nächsten. Ich weich mal aus. Ich will echt nicht darüber reden. Sie ist noch nicht so weit. Tut mir leid. Sorry, das ist wirklich nicht mein Bier. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber... wir können gerne alles teilen. Der ist nett. Der ist wirklich in Ordnung. Das hilft so gut wie gar nicht. Ich mach's noch einmal. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Oh, ich habe den falschen Klöppel bewegt. Entschuldigung. Ich muss ja den hier nehmen. Stan? Können wir noch weiter erzählen mit ihm? Oder was passiert jetzt? Na klar, danke. Danke, Stan. Ja. Hilfe, Vertrauen? Ich wünschte, ich wäre gestorben. Oh. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Er hat ja auch die Hosen ein bisschen runtergelassen. Aber dann müssen wir alle mal durch. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist.
Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thursday, sie ist schwanger. Armes Ding. Ach du Scheiße, stimmt ja. It's a Tuesday. Hi. Hi. Ach so, Scheiße. Das ist alles? Kann ich mit ihr reden? Ich kann mir die Hände am Feuer wärmen. Okay. Na, wir werden Jodie schon warm kriegen. Ich dachte, ich kann mich mit ihr unterhalten, aber das geht wohl noch nicht. Sagen wir erstmal überall guten Tag. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn. Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Ich kann mich ja nur am Feuer wehren. Halt, hier war was. Wartet, wartet, wartet. Ein Spiegel. Ich glaube, ihm fehlt was. Ein paar Drogen. Und er sammelt vom Schrott irgendwelche Sachen zusammen, um Musik zu hören. Die Gitarre steht hier auch nicht umsonst, nehme ich mal an. Sollen das Spritzen sein? Ja, Spritzen. Ah, nein! Sorry, Spritzen, Flaschen mit Getränk, CDs. Paar. Ja, Chips. Ich gehe nochmal zu Tuesday. Mal schauen. Vielleicht, wenn ich da länger drücke, vielleicht passiert dann was. Ich würde mich mal gern mit ihr unterhalten, aber das geht nicht mehr. Und dann gehen wir nochmal zu Stan. Oh, mir juckt das Auge. Halt, halt, halt! Da lang. Komm, Jodie. Oh. Was jetzt? Was soll ich jetzt mit Eden machen? Ach so. Das habe ich ja gar nicht für voll genommen. Ich habe die Ergebnisse der Tests, Dan. Die war krank? Kann ich mich nicht... Huch! Was war das? Ich will mich immer umgucken und dann lande ich vor dem Kessel. Kann ich jetzt hier?
Hier kann ich nichts machen. Mit ihm kann ich nicht reden. Da ist nur der Ofen. Da will ich jetzt nicht schon wieder ran. Ist denn hier bei Tuesday noch irgendwas? Irgendwas muss doch hier noch sein. Irgendwas übersehe ich. Dann gehen wir mal raus. In die... Da ist ein Messer. Was willst du jetzt damit? Nee. Beim besten Willen. Das kann man machen, wenn man nochmal durchspielt, aber nicht jetzt. Ich sag doch, eine Autobahn, da geht's raus. Jetzt reicht's aber hier. Dann ist doch das Spiel vorbei. Da kommt Stan. Ja, wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Na klar. Sind das hier für Schränke? Da kann man nicht reinschauen. Ich bin wieder neugierig. Muss immer alles sehen. Alles. Da ist... Wir brauchen etwa $5. Das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden? Oder eine Woche? Ach du Scheiße. Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Was ist mit da drüben gemeint? Haben wir denn hier noch irgendwo eine Stelle? Nee. Da ist doch Schnee drauf. Passiert nicht viel, oder? Lässt er sich stören? Redet er sie an? Origami-Killer? Das ist doch von... Ist ja interessant. Der Origami-Killer. Kann ich hier rübergehen? Tatsächlich. Heavy Rain, ne? Hey, das ist doch nichts Neues. Die Wirtschaft läuft eben nicht. Manche machen halt schwere Zeiten durch. Ja, echt wahr. Blöd Arsch. Hier ist kalt. Der lässt sich bestimmt nicht rein. Kann man da an der Seite vorbei? Nee.
Seekeller. Hier ist auch nichts drin. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang gehen sollen. Ich gehe mal hier weiter. Hier. Sind wir so weit unten, dass wir das machen? Ich kann es nicht abbrechen. Ich kann es nicht. Ich kann nicht abbrechen. Ich muss es tun. Ich hätte nicht rangehen dürfen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Tut mir leid. Ich konnte es wirklich nicht. Kann ich es jetzt noch nehmen? Nee. Ich konnte es nicht. Kann ich hier rein? Betteln? Ich habe Hunger. Hätten Sie vielleicht irgendwas für mich? Betteln? Nicht bei mir hier. Oh, tut mir leid, Judy, tut mir leid. Und ich. Mach dich vom Acker, Herzchen, sonst rufe ich gleich die Cops. Hey, Baby. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Was soll ich dafür tun? Ich finde, ich tue dir einen Gefallen und du tust mir einen Gefallen. Hau ihn. 10 Piepen und dann kommst du kurz mal mit mir. Ich brauche deine Knete nicht, Arschloch. Die kannst du dir in den Arsch stecken. So ein schmieriger Kunde. Hier geht's nicht rein, nein. Hier ist unser Freund. Gitarre? Gehört die dir? Ja, aber heute frieren einem die Finger ab, habe ich gerade mit Spielen versucht. Oh, die Zeit. Nimm sie ruhig. Okay. Ich denke mal, wir nehmen sie in der nächsten Folge. Ich habe eben auf die Zeit geguckt. Ich bin fasziniert. Danke fürs Zuschauen und berührt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.